Salut Leif, Leute, Steven hier, willkommen zurück für ein Quick News Update über den Nintendo Switch. Genauso wie letzte Woche resümieren wir alles, was am Laufen dieser letzten Woche vorgekommen ist. Wir fangen direkt an am Niveau von der Hardware von der Switch, und zwar kriegen wir die erste Demonstration vom Touchscreen. Bis jetzt, während all den Demo, werden Touchscreen sowie den Home-Menü gespart, für die Leute, die es ausprobieren konnten. Aber irgendwie eh vom Stuff wird einem gewissen, wie bei eben Skylanders, auch den Touchscreen wird benutzt. Gehen, für zwischen den verschiedenen Spielern oder für den durch das Menü mal zu kommen. Eben die Interaktion mit dem Bildschirm als flink, ja schnell, so wie wir gewinnt sind für die meisten Touchgeräte, wo wir sowieso schon am Haushalt haben. Eben da das gut zu sehen, dass es eben kein Touch oder Sensitive eben Bildschirm als mehr eben gerade wie gesagt klassisch, so wie wir eben optisch gewinnt sind. Einer anderen kriegt man einen neuen Look auf die Interface von der Nintendo Switch. Bis jetzt waren ja die einzelnen Bilder, die bekannt waren, eben weißen Hintergrund, die Applikationen schön am Großen. Das scheint gar keine Demo zu sein, mehr wirklich die definitive Version von der Interface. Wir kriegen eben am Anfang von der Woche auch von Nikalis hat nämlich ein Bild gepostet, wo ihn drei Spieler gesehen hat. Und zwar 1001 Spikes. Wir haben The Binding of Isaac Afterbirth Plus am harte Cave Story. Eben drei super Klassiker, wo in Nikalis immer gepublished gehen. Eben, was cool ist, wir haben gesehen, dass bei Nikalis war der Hintergrund schwarz. Das können zwei verschiedene Sachen bedeuten. Erstens, da sind verschiedene Themes halt, eben wo ihn dann die Farbe kann wählen, so wie ein Gewinner so bei PSP oder PS Vita das auch hat. Dann eine Idee ist, dass vielleicht Konsole ein Night Mode. Der Night Mode, eben wie jemand schon gewinnt sind auf einer Geräte, setzt all die Hell an der Fassen, setzt sie deichter, sodass es nicht angenehm ist, von denen am Deichter spielt. Das ist alles schön und gut. Eine andere Sache, die bekannt ist, eben die meisten Bilder bis jetzt haben immer oben längs am Eck drei Ikonen gewesen, drei Gesichter, wo dann eben sollen, laut verschiedenen Theorien eben, höchstwahrscheinlich die Fans sind, mit Lo als bekannt gehen von Nintendo selber, dass sie bis zu 8 User kann erstellen an alle User als gebunden und Singer Location. Das heißt, ihr könnt auf eurer Switch eure normale User anloggen, die wird Zugang haben auf normale europäische Store. Ihr könnt aber noch einen zweiten Konto kreieren oder einen dritten mit einem amerikanischen ID oder mit einer japanischen ID, wo ihr dann eben am Site von Nintendo Japan oder Amerika müsst kreieren, wenn ihr die auf eurer Switch benutzt und es geht River. Ob den anderen User, da könnt ihr auch Zugriff kriegen auf den japanischen sowie amerikanischen Store. Ich meine, ich brauche nicht zu erklären, was das dort alles bedeutet. Was man sonst noch wissen, ist, dass das Nintendo Switch den Anfang keine Multimedia-Apps wird kreieren, so wie Netflix, Amazon Prime und Company. Das will nicht heißen, dass der Switch keinen Wert kriegen, mehr für den Anfang sie keinen Mul 4 gesehen. Wir gehen alle mal rüber auf die Spieler, eben alles, was noch bekannt ist, eben von den Spielern, direkt nur der Erfolg, wo ich letzte Woche rausbrüche schon, war der Nintendo Direct von Fire Emblem. Wir haben auf der Nintendo Switch Präsentation schon klar gesehen, dass ihr Fire Emblem Warriors rauskommt, zusammen habt eben zwischen Tecmo Koei und Nintendo. Am ähnlichen Spirit, wie eben Hyrule Warriors ist, das heißt, dass ihr Musou, wie ihr das so schön nennt, eben. Und ja, das ist schon mal flott, es gesagt noch ein bisschen, wie ein Held in alles zu spielen wird können. Du hast einen neuen Trailer raus, ich verlinke hier stehen, falls ihr David gesehen, einfach in der Beschreibung für den Link sichern. Abgesehen, ich werde auch geschwärt, dass wir leider hatten sie kein Content für zu weisen, das ist auch vielleicht noch ein bisschen zu früh. Und zwar können den offiziellen Fire Emblem Switch, das ist ein provisorischer Name, der wird am Laufe 2018 rauskommen. Voilà, was wir auch können so ein. Ich finde gesagt, mir bon, Lomat konfirmiert von Team 17, genauso wie Playtonic Games, Yooka-Laylee als konfirmiert auf der Nintendo Switch an all die Leute, die für eine Wii U-Version gebackt hatten um Kickstarter, haben bis zum Schluss vom Mond Zeit, sich zu melden und das als eine Switch-Version umwechseln zu lassen. Voilà, da wisst ihr Bescheid, Yooka-Laylee wird ein super Spiel sehen, wo ich jedem werde empfehlen um Switch. Ich gesehen schon kommen. Voilà, was wir sonst noch wissen, ist eben für Mario Kart 8 als Bild rauskommen, wo wir die 5 Ikonen gesehen, die wahrscheinlich für den Battle Mode benutzt gehen. Voilà, also die 5 Ikonen, wo wir zu Gesicht kriegen, als wieder du gesehen, eben der Shine Sprite, Münz, Balloons, Bobombs und Piranha Plants. Eben, vier von den Mode sind wahrscheinlich schon bekannt, eben Piranha Plants ist für mich selber neu, falls ich mich hier und schade Mario Kart verpasst, sollt mal in den Kommentaren. Vom Aonuma, mir schwätze rum, ein Kai wird ein Herr des Woch, als konfirmiert gehen, dass Zelda Breath of the Wild ein Multiple Ending wird tun. Und zwar basiert auf der Aktionen, wo ihr nicht das Spiel hält, wer ein Dungeon ihr möchte, wer ihn nicht möchte, wer den zum Schluss vom Spiel einen anderen Schluss kriegen. Als du just ein Jahr nach 10, als
als richtige Schluss da an eigentlich einfach inkomplett ist, da das ein Klo oder splickt sich Geschichte wirklich an zwei verschiedene Richtungen, aber im Moment so genau als es nicht klo, auf enger Hinsicht Multiple Endings gehen. An der letzte Spiel wurde konfirmiert, ging das für den Nintendo Switch, da das Lego World. Lego World ist ein Sandbox mit Lego-Stecker. Eben von der Welt, kurz erklärt, Minecraft mit Lego-Stecker. Eben das Kindatum raus, das heißt, dass er nicht klar, wen niemand in dem Spiel kriegen, mit das auf jeden Fall mal das Spiel mehr an der Löscht. Das Spiel geht schon im Steam, für die, die interessiert wären, für 15 Euro. Dafür, ich weiß nicht, wie Nintendo das verkaufen will, geht das an einer Küstreisbrüche, könnt das just digital, als noch nicht klar. Und das war dann noch schon alles eben für ein Quick News Update über den Nintendo Switch. Nächste Woche eben. Nächsten Tag werden wir dafür sorgen, dass wir immer ein Resümee machen von alles, was neu raus ist, bis das die Nintendo Switch rauskommt. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao.